Terraceland startet am 15. November in die zweite Closed Beta. Wir können uns auf der Webseite ab sofort registrieren, um daran teilzunehmen. Es gibt auch viele Neuerungen seit der letzten Beta im Juni. Das Ganze gehen wir zusammen jetzt einmal durch. Die meisten Informationen gibt es leider nur auf Englisch und das auf dem Main Discord, also auf dem offiziellen Discord von Terraceland. Und da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Und zwar haben wir hier einen kleinen Überblick, das Ganze wie gesagt auf Englisch. Ich versuche mein Bestes zu geben. Since the end of the last test in June, we have been overwhelmed by players' passion and support for Terraceland. Over the past few months, the dev team has been putting great effort into developing and improving the game. Man muss sagen, der Test letztes Mal war schon nicht schlecht gewesen. Es gab überall immer mal ein paar Sachen, die aufgestoßen haben. Aber insgesamt war es schon echt sehr, sehr gut entwickelt, dafür, dass es der erste Closed Beta Test ist. Und wir jetzt den zweiten haben. Ich weiß nicht, ob dann noch ein dritter Closed Beta Test kommt und irgendwann mal Open Beta. Okay, gehen wir weiter rein. And now the time has come to welcome more adventures into this vast and amazing world. Terraceland will launch its second Closed Beta Test on November 15 and 16. Allowing both PC and Android players in Europe, Asia, North America and South America to experience the adventure in English, French, German, Portuguese, Spanish and Russian. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf Englisch gespielt hatten oder das schon auf Deutsch war. Auf jeden Fall interessant. The second closed beta test contains a great deal of exciting new content and changes. If you want to participate, we encourage you to sign up on our official website. For additional information about the test, please read the FAQ-Artikel. Gehen wir auf jeden Fall später noch darauf ein, wie ihr euch registrieren könnt. Und wir gehen auch einmal das FAQ durch, damit einfach die Standardfragen, die man dann so hat, teilnehmen, Mobile, runterladen, iOS. Gehen wir auf jeden Fall alles durch, was für Informationen auf jeden Fall aktuell bereitgestellt werden. New Classes. Wir haben zwei neue Klassen scheinbar. In the upcoming Playtest, we will introduce 9 Classes for players to choose from. In addition to Warrior, Priest, Mage, Ranger, Barbarian, Fighter, Paladin and Bard, we will bring 2 brand new classes. Shadow Swordsman, endlich, den wollte ich schon letztes Mal spielen, da wurde er da schon leicht angeteasert. Man konnte ihn auswählen, aber nicht starten sozusagen. Und ich wollte den eigentlich dann nehmen, der sieht schon nice aus. Had a mysterious new class with range damage and healing specializations. At the same time, we have also optimized specializations, Digga, ich kann es nicht aussprechen, and classes that were considered less desirable by players in the last test. We invite all the players to try out these changes during this playtest and give us your valuable feedback. Ja, also jetzt ist sowieso schon darauf zu spekulieren, welche Klasse irgendwie am besten, stärksten ist und so. Klar gibt es immer ein paar Sachen, die man vielleicht schon absehen kann. Viele sagen ja sowieso, dass die Melee-Klassen, wie jetzt zum Beispiel Warrior, Barbarian Fighter und auch der Swordsman wahrscheinlich dazugehören, DPS-technisch sowieso nicht so super geil sind, wenn man das rein auf DPS geht, weil du halt oft durch die Boss-Mechaniken und sowas immer wieder aus dem Kreis rausrennen musst, musst wieder reinrennen, diese Laufzeit und so senkt deine DPS, wo dann Ranger und sowas dann vielleicht schon eher im Vorteil sind. Aber gut, am Ende ist es ein Beta-Test und darüber schon spekulieren, man sollte einfach das spielen, worauf man Bock hat. Aber auf jeden Fall interessant. Beide, finde ich, sehen sehr, sehr, sehr gut aus. Sehr cool. Wir haben hier auch noch einen kleinen Einschnitt von der neuen Klasse, wie sie ein Skill castet. So, kommen wir noch zu einem neuen Raid. Ich hatte bei dem letzten Beta-Test noch nicht mal geschafft, alle Raids überhaupt auszutesten. Cool, dass wir noch mehr bekommen. Auf jeden Fall für die, die viel Zeit investieren und sich alles genau angucken wollen, ob das für die ist. In this playtest, players will be able to challenge 2 new PvE raids. One of them is a brand new raid. Within the first few days, this new 10-player raid will be available first. Bring an adventure challenge like no other. Okay, 10-Mann Raid. New quest stories are also added, so players can learn more backstories about this raid. We will reveal more about this new raid's world view and further details later. We have also made numerous adjustments to bosses in the Root of Corazon raid and more difficulty levels will be available. We hope everyone will enjoy these the challenges. Bro, da gibt's schon so viel zu tun eigentlich dafür, dass es nur eine Beta ist. PvP, auf jeden Fall auch ein sehr netter Aspekt, habe ich in der letzten Beta auch nicht getestet. Habe ich aber fest vorgenommen, eigentlich PvP-mäßig bei dem Beta-Test, wenn ich genug Zeit dazu finde, da ein bisschen rein zu grinden und da vielleicht dran teilzunehmen, würde mich auf jeden Fall interessieren. This CBT also offers new content for those who love PvP.
Wonder Arena and two battlegrounds will be available. We have also introduced a military rank system for PvP to increase combat tactics and enhance the gaming experience. Hört sich auf jeden Fall, finde ich, sehr vielversprechend an. Gerade wenn man noch ein bisschen Tools und sowas alles bereitgestellt bekommt für PvP, womit man dann wirklich halt Taktiken ausarbeiten kann. Man dann vielleicht nochmal so ein Review machen kann, okay, wie hat man oder wie hat das Team oder sowas gespielt, je nachdem, wie das Ganze aufgebaut ist, dann, um sich dann stetig zu verbessern. Sieht auf jeden Fall cool aus. New System and Gameplay. As we mentioned before, the new Inscribed Stone Skills System will be available in this playtest. Each class specialization will have its unique Inscribed Stone Skill. We hope that the players can explore the infinite possibilities brought by those skills and share your thoughts and suggestions with us. Okay. We have also developed the Dark Invasion gameplay. In this special world map gameplay, players will rebel dark forces and earn special rewards. For more details about this gameplay, please read the previous article. The above is just a sampling of what will be available in the upcoming playtest. We will reveal more information in the next few weeks. Ja, ganz ehrlich, das ist schon gut, was ihr da. Zwei neue Klassen in einem halben Jahr, neue Raids, mehr PvP-Content, neue Systeme. Dann werden sie wahrscheinlich noch das komplette allgemeine Gameplay überarbeitet haben. Es gibt auch noch so viele andere Developer-News, die man sich hier durchlesen kann, was sie alles gemacht haben. Das ist auf jeden Fall schon krass, wie viel Energie. Und ich würde auch sagen, können sie da reinstecken. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt natürlich auch einmal das FAQ durch, damit einfach die eventuell Standardfragen, die auch hier beim Video bei euch aufkommen, eventuell geklärt sind, hoffentlich. Dear Adventurers, thank you all for your support and patience. Terra's Land will launch its second CBT on November 15 and 16. It contains a great deal of exciting new content. Here we list some FAQs for this playtest. Hopefully you find them helpful. When will the second CBT begin and how long will it last? Das ist natürlich so mit erstmal die wichtigste Frage, ne? Wann beginnt die CBT, wie lange dauert die CBT? The second CBT will begin gradually on November 15 and 16 and last at least 2 weeks. The specific launch time for different servers is as follow. Nordamerikaner können am 15. November 13 Uhr für uns starten, glaube ich, das ist unsere Zeit hier. Ich denke mal, die meisten von euch wird European Server interessieren, 15. November, 13 Uhr. Können wir hier einmal rasch gucken. Das ist am Mittwoch um 13 Uhr wird das Ganze starten. Schade, habe ich persönlich, glaube ich, Spätschicht. Muss um 14 Uhr auf Arbeit sein. Hätte natürlich, wenn es um 9 gestartet wäre, wäre es natürlich perfekt gewesen. Dann hätten wir gleich den Start um 4 zum Beispiel streamen können. By the way, ich werde natürlich Terra's Land dann auch live streamen und bei YouTube Highlights hochladen. Ich lade euch gerne ein, bei Twitch live vorbeizuschauen. Link in der Beschreibung, Follow dalassen, sich benachrichtigen lassen, wenn der Livestream online geht. Würde mich natürlich riesig freuen. Und danke an jeden, der dem nachgeht. Die nächste Frage ist, what language are supported in this second CBT? Hatten wir vorhin im Text Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch. In which countries, regions will the second CBT be available? 16 Länder ist das schon für CBT, ist schon nice. Auf jeden Fall, ich denke mal, die meisten sind alle dabei, wie zum Beispiel auch wir Deutschen. Denke mal, das reicht für als Antwort. Will the data collected during the second CBT be saved after it ends? No, it won't. All game data collecting during the playtest will be completely erased after it ends. Also natürlich alles, was ihr erspielt während der Zeit, eure ganze Zeit, was ihr investiert und Energie, wird am Ende gelöscht. Was nicht gelöscht wird, sind eure Erfahrungen, die ihr natürlich sammelt, falls ihr dann beim richtigen Release durchstarten wollt. Das hilft alle Male und ich denke mal, euer Spaß, den ihr hattet mit dem Spieltest, wird natürlich auch nicht gelöscht. Ne? Will there be commercial content in this test? For the first time, the closed beta will introduce optional in-game purchases for both PC and Android platforms, signifying a crucial development milestone in our progress. We aim to ensure that players find their investment in the game worthwhile and that any chosen purchase meets their expectations. We share more information about that later. Ist natürlich sehr interessant, weil irgendwo ist es ja cool, eventuell, wenn du einen in-game purchase Shop hast, auch in der Beta, nur es bringt halt nichts, denn irgendwas zu investieren und sich Skins oder sowas zu holen,
für einen 2-Wochen-Test und danach ist das gelöscht. Ich weiß nicht, ob das dann eventuell gut geschrieben wird, den Account, dass es hinterlegt ist bei deinem Account, bei deinem Konto, so und so viel wurde aufgeladen, wurde gekauft mit Echtgeld. Und das wird dir dann wieder zum Release dann wieder zur Verfügung gestellt, dass es sozusagen nicht verloren geht. Ansonsten wäre das natürlich ein bisschen ein Ding, ne? Wenn man für einen 2-Wochen-Test, wonach alles gelöscht wird, danach das halt auch wieder weg ist. Gala würde sowas machen. Aber hier, ich denke mal, da bleibt halt abzuwarten. Jetzt ist ja halt die Beta noch nicht da und sie wollen hier, steht ja auch noch mehr Informationen bereitstellen später. Da wird das Konzept dann wahrscheinlich nochmal da geschrieben. Und ich gehe stark davon aus, dass man das dann irgendwie gut geschrieben bekommt, beziehungsweise dass es beim Konto halt hinterlegt ist. For which system will the playtest be available? What are the device requirements? Auf jeden Fall eine interessante Antwort. Also, auf was können wir spielen? Was brauchen wir zum Spielen? Wie gut muss unser PC, Handy oder sowas sein? The playtest is only available for PC, Windows, also nicht Linux, and Android, kein iOS. The recommended device requirements are as follows. PC sollte mindestens eine GeForce GTX 160 oder höher haben. 30 GB or more storage space auf der Hardware. Ich denke mal, ist okay. Das Spiel sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Also da kann man schon nachvollziehen, dass das so eine Mindestanforderung ist. Und Android einen Snapdragon 660 oder above und 4G oder higher RAM. Also aktuelle Modelle, sag ich mal, von den letzten 5 Jahren sollten das eigentlich alles haben bei den Handys. About registration and recruitment. How can I take part in this CBT? Please go to our official website, click the sign-in button and register and log in into your Level Infinite account and then complete the registration process as instructed. Once complete, you will see a sign-up status on the website. Please select your current country region as it is or you may not qualify for the playtest. Können wir hier natürlich einmal gemeinsam durchgehen. Ihr ruft die Terraceland Webseite auf, die ist nochmal verlinkt in der Beschreibung auf jeden Fall. Oder gebt einfach bei Google Terraceland ein, klickt hier auf Registrieren, dann könnt ihr hier euer Konto anmelden sozusagen, um zu registrieren, gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse eingetragen habt, drückt ihr auf Erhalten und dann wird automatisch, ohne jetzt eine Registrierung erstmal abzuschließen, schon gleich eine E-Mail von Terraceland, von Infinite, Level Infinite Pass an eure E-Mail gesendet. Dort findet ihr einen Verifizierungscode, den kopiert ihr oder tippt ihn ab. Tippt ihn hier rein und dann könnt ihr euch anmelden, euch registrieren. Nachdem ihr euch angemeldet habt, könnt ihr jetzt eure Region auswählen. Deutschland, ihr bestätigt natürlich, dass ihr euch komplett überwachen und alle eure Daten klauen. Ihr bestätigt natürlich die Nutzungsbedingungen, Datenschutzrichtlinien, Datenübertragungsvereinbarungen, dass sie über 16 Jahre alt sind und dass du Angebote, Nachrichten von Level Infinite Pass erhalten möchtest. Ich weiß nicht, ob das hier eventuell, ob man das machen muss oder nicht. In dem Fall jetzt machen wir das einfach. Als nächstes möchte Terraceland, dass wir natürlich abonnieren, um Informationen zum geschlossenen Beta-Test zu erhalten. Das würde ich auch euch natürlich, wenn ihr teilnehmen wollt, ans Herz legen, das zu tun. Denn es war letztes Mal auch so gewesen, dass viele Einladungen rausgegangen sind. Allerdings, das konnte man irgendwie abusen, beziehungsweise konnte man die Einladung auch dann über den Discord und so an andere verteilen. Und ganz schnell war der Server voll gewesen. Die haben dann den Link bekommen zum Download des Client, haben den runtergeladen und sich dann darüber registriert, obwohl sie eigentlich keinen Beta-Test-Einladung hatten. Also ich würde euch auf jeden Fall das Abonnieren, wann ihr wirklich da teilnehmen wollt, ans Herz legen, dass ihr das abonniert. Macht ja nur Sinn, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn es dann wirklich losgeht, dass ihr schon mal runterladen könnt, euch einen Charakter erstellen könnt und sowas. Also klicken wir hier darauf, auf Abonnieren. Und haben dann hier eine Übermittlung erfolgreich durchgeführt. Danke, dass Sie sich für den zweiten Test anmelden. Der ausgewählte Teilnehmer erhält eine zu dem Test zusagende E-Mail, wenn es soweit ist. Das bestätigen wir und schon war es das mit der Anmeldung. Gehen wir weiter die restlichen Fragen noch im Q&A durch. I have an existing Level Infinite Account. Do I need to apply for a new one? Das ist vor allem für die, die schon beim ersten Beta-Test und sowas teilgenommen haben. No, just log in via your existing Level Infinite Account on our website and make sure you have successfully signed up. Weil die bekommen nämlich nicht, das war bei meinem einen Account auch so, dafür, was ihr gerade gesehen habt, habe ich einen zweiten Account gemacht bei meinem ersten Account. Da braucht man sich einfach nur anmelden und schon steht dann die letzte Notiz sozusagen, dass sie sich erfolgreich dann teilgenommen haben und dass man benachrichtigt wird mit per E-Mail, wenn es losgeht.
Da fällt dann das ganze Prozedere mit wähle dein Land aus, bestätige die AGBs und pipapo, fällt da alles weg, weil man das ja schon gemacht hat. When is the recruitment deadline for this CBT? The recruitment for this CBT will end on 12 November 2023 um 17 Uhr. Also bis dahin habt ihr Zeit, euch zu registrieren. Ansonsten für die, die es jetzt eventuell später gucken, einen Tag oder an dem Tag, wo es die Beta gestartet ist, versucht einfach im Discord ein bisschen zu gucken, den Discord zu joinen von Terrasland und da mal aufmerksam zu stöbern, ob man vielleicht auch nicht irgendwie teilnehmen kann. Das war bei der letzten CBT, wie gesagt, ging das auch so ein bisschen schief, dass teilweise ganz andere dann auf einmal spielen konnten und die, die sich vorregistriert haben und eine E-Mail bekommen haben, die konnten nicht mehr spielen, weil die Server schon alle voll waren. Sozusagen keine Spieler mehr weiter angenommen wurden. Und ich glaube, es wurde auch irgendwo erwähnt, vielleicht kommt es auch noch beim Q&A, dass wenn irgendwie die Kapazitäten wesentlich höher denn doch sind als erwartet, das alles viel, viel besser läuft, die Server doch nicht so ausgelastet sind wie geplant, dass sie dann eventuell auch noch aufstocken und noch mehr Leute reinlassen. Muss man dann natürlich spontan dann sehen, wie das Ganze läuft. Gehen wir weiter in die letzten zwei Fragen. How do I know if I'm qualified for the playtest? Wie weiß ich natürlich, dass ich jetzt angenommen wurde und spielen kann? Players who have successfully qualified for this test will be notified gradually via email before the test begins. Also scheinbar, das Ganze endet am, sagen wir mal, 12. bis 13. November die Annahme. Ich schätze mal am 14., spätestens 15. November bekommen wir dann eine E-Mail, dass wir teilnehmen können an den Tests. Ich denke mal, vorher ist es nicht realistisch. Also wenn man jetzt sagt, oh, nur noch 3-4 Tage, ich möchte vielleicht Urlaub nehmen, aber ich weiß gar nicht, kann ich jetzt nur teilnehmen oder so. Man kennt es oder die Krankschreibung. Aber ich würde gerne vorher wissen, ob ich überhaupt teilnehmen kann und sowas alles. Das wird wahrscheinlich erst ganz, ganz kurzfristig, bevor der Test überhaupt losgeht, dann stattfinden, dass wir eine E-Mail bekommen, dass wir da teilnehmen können. Besides completing the registration on the official website, is there any other way to get the qualification? You can also visit our official community and take part in the official creator event to qualify for the playtest. Weiß jetzt gar nicht genau, was das hier bedeutet, offizielle Community, wenn du teilnimmst. Da weiß ich jetzt auch, kann ich auch ehrlich gesagt nicht so viel mit anfangen. Da hatte ich auch vorher mal gestöbert, was das bedeutet, aber so richtig gefunden habe ich dazu nichts. Also würde ich auf jeden Fall jeden erstmal grundsätzlich empfehlen, ganz normal über die Website und den Level Infinite Account sich zu registrieren. In this CBT, a certain number of slots will be reserved to give more players a chance to join the playtest. Okay, hier haben wir es also nochmal, was ich vorhin erwähnt hatte, dass bestimmte Slots noch freigehalten werden und Spieler später noch die Chance haben, beim Playtest teilzunehmen. Players who don't qualify can also join the playtest as long as the server max player capacity is not reached. Also solange wie der Server noch nicht voll ist, können trotzdem Spieler irgendwie dann später wohl teilnehmen. Also lohnt sich dann auf jeden Fall, da später nochmal reinzuschauen, falls man sich nicht registriert hat und die Registrierung schon abgelaufen ist. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, ob ihr beim Test teilnehmen wollt, ob ihr euch schon freut. Wer Bock hat, ein bisschen Terrasland-Content von mir schon zu gucken, kann gerne auf das i klicken und sich die Videos von dem letzten Beta-Test angucken. Würde mich natürlich tierisch freuen. Teilt gerne das Video, um eure Freunde einzuladen und darauf hinzuweisen, dass Terrasland naht. Und ansonsten sehen wir uns natürlich beim nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren und haut rein, Leute. Tschüss.